Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Helene Fischer und Florian Silbereisen sind auch nach der Trennung ein Herz und eine Seele. Jetzt haben sich die beiden eine romantische Liebeserklärung gemacht. Es war die TV-Sensation am Wochenende. Helene Fischer überraschte ihren Ex-Freund Florian Silbereisen in seiner ARD-Sendung Schlagerboom. Er war so gerührt, dass sogar die Tränen flossen. Das Verhältnis zwischen Helene und Florian ist auch nach der Trennung super. Als man mich gefragt hat, ob ich den Auftritt zu Florians Jubiläum machen möchte, habe ich gleich ja gesagt. Ich wollte das unbedingt. Sonst hätte ich mir die Show ja auch von zu Hause im TV anschauen können. Es war ein unglaublich warmes Gefühl, Florian wiederzusehen, schwärmt sie im Interview mit der Bild-Zeitung. Es steht nichts zwischen uns. Wir bleiben weiter die besten Freunde und telefonieren auch regelmäßig. Und auch Florian kam aus dem Schwärmen über seine Ex gar nicht mehr raus. Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen, das muss uns erstmal einer nachmachen. Wir sind Freunde und bleiben es. Deutet sich da etwa ein Liebes-Comeback an? Wohl eher nicht. Helene ist seit rund einem Jahr mit Luftakrobat Thomas Sittell zusammen. Käthe Hummels, Nanny-Drama enthüllt. Käthe Hummels vertraute das Leben und Wohlbefinden ihres Kindes einer befreundeten Nanny an. Doch die hat sich jetzt einen schlimmen Fehler geleistet. Als Influencerin teilt Käthe Hummels, 31, so gut wie alles im Netz. Auch von ihrem Sohn gibt es Fotos aus sämtlichen erdenklichen Perspektiven. Nur eines bleibt tabu, sein Gesicht. Geradezu penibel achtet die junge Mutter darauf, dass man ihren kleinen Ludwig, 1, nie erkennt. Sie verpixelt ihn oder versteckt sein Köpfchen hinter Emojis. Bislang hielten sich auch die Menschen aus ihrem Umfeld an diese Regel. Doch nun macht ausgerechnet eine wichtige Bezugsperson Kessers Bemühungen zunichte. Wann immer die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels, 30, auf Reisen ist, wird sie von ihrer Nanny begleitet. Auch im letzten Urlaub in Dubai war Jojo Wittmann dabei, schoss auch selbst Fotos von ihrem niedlichen Schützling und veröffentlichte eins davon in ihrer Insta-Story. Wogegen im Prinzip natürlich nichts einzuwenden wäre, wenn die stolze Nanny sich dabei an Kessers heiligste Vorgabe gehalten hätte, Ludwigs Privatsphäre zu schützen. Doch vor lauter Begeisterung über den süßen Kleinen scheint sie dieses dringliche Anliegen ihrer Arbeitgeberin glatt verdrängt zu haben. Jedenfalls zeigt sie Ludwig unverpixelt, zwar nur von der Seite, doch sein Profil ist unverkennbar, lässt deutliche Schlüsse auf seine Gesichtszüge zu. Ein Schock für Käthe. Die hat schließlich ihre Gründe, das Kind unbehelligt von der Öffentlichkeit aufwachsen zu lassen. Dabei spielt die Angst, ins Visier von Entführern zu geraten, gewiss auch eine Rolle, Mats ist immerhin ein prominenter Star-Kicker. Aber vor allem will sie Ludi eine normale Jugend ermöglichen. Wir haben für uns entschieden, dass unser Kind nicht gezeigt wird, verkündete sie bereits vor der Geburt. Zumindest so lange, bis Ludwig alt genug ist, um selbst zu bestimmen, ob er in der Öffentlichkeit stehen möchte oder nicht. Doch nun hat Jojo, mit der Käthe sogar befreundet ist, mit ihrem leichtsinnigen Post alle Bemühungen um Diskretion durchkreuzt. Ein übler Vertrauensbruch und eine schlimme Situation für Käthe. Bleibt abzuwarten, ob sie Jojo nun die Freundschaft kündigt oder den Job. Oder beides. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.